Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Tagesresümee-Video. Ja, es ist wieder der nächste Tag und ich habe relativ gut geschlafen heute. Das freut mich eigentlich, weil es ist doch schon oft so, dass wenn ich richtig müde bin und richtig kaputt bin, ich auch schlecht schlafen kann. Letztendlich habe ich aber ja gestern gar nicht viel Anstrengendes erlebt. Diese Müdigkeit fing schon am Morgen an, schon als ich ins Auto stieg eigentlich und mich fragte, was ist denn bloß mit mir los? Ich bin so müde. Gerade in letzter Zeit, wahrscheinlich fällt jetzt so die ganze Last des letzten halben Jahres oder des letzten Jahres eigentlich ja schon von mir ab. Man hat mehr Zeit, man hat mehr Ruhe. Ich bin ja auch im Moment so, dass ich YouTube ein bisschen vernachlässige, dass ich die Arbeit vernachlässige, dass ich meinen Blog nicht weiterschreibe. Ich habe im Moment einfach keine Lust mehr zu gar nichts. Das muss man einfach so offen sagen. Ich habe Lust, das ist das falsche Wort. Ich habe schon Lust. Ja, jedes Mal, wenn ich sage, ich habe keine Lust, ist das das Falsche eigentlich. Ich habe Lust, aber ich habe keine Kraft mehr und ich fühle mich so richtig ausgelaugt und ich weiß überhaupt nicht, woran das liegt. Klar, ich weiß natürlich, ich hatte schon mal Depressionen und ich weiß sehr genau, wie das bei mir passiert und wie das dann anfängt und auch wie es sein könnte. Das wollen wir mal nicht hoffen, dass es das ist, aber ich merke natürlich, dass bei mir irgendwo der Wurm drin ist. Ich habe ja schon öfters darüber gesprochen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eventuell der Grund ist. Klar, entschuldige bitte. Kann natürlich auch sein, dass sich irgendetwas mit Vitaminen, mit dem Vitaminhaushalt nicht stimmt oder irgendetwas anderes. Aber mich hat so eine Dauermüdigkeit gerade im Griff und ich kriege das irgendwie nicht hin, ja. Auf jeden Fall, als ich da raus war gestern, ich habe ganz gut geschlafen gestern. Es ging, ja. Das Wetter war natürlich alles andere, um gut zu schlafen, aber es ging. Und dann bin ich, weiß ich nicht, wann bin ich aufgestanden? Um 7, glaube ich, oder um 6:30, was habe ich euch erzählt? Ich weiß es gar nicht mehr. Bin aufgestanden und habe angefangen zu schneiden, aber eigentlich auch so ein bisschen unmotiviert. Eigentlich war mir das alles nicht so wichtig. Ihr kennt mich. Ich habe immer, wenn ich meinen Tag ungewiss gestalten muss oder sich der gestaltet, meine Videos durchgeschnitten. Ich bin extra früh aufgestanden, damit alles pünktlich auch bei euch ist. Und der Tag gestern war natürlich wieder sehr ungewiss, weil ich ja wusste, entschuldigt bitte, dass ich nicht weiß, was passiert, ja. Es hätte durchaus sein können, dass ich da länger bleibe, weil wir wollten ja mit unseren Bekannten diesen Swimmingpool sauber machen. Das Wetter war wieder einigermaßen gut. Also der Tag, wir hätten essen gehen, was ja dann auch passiert ist. Also es hätte alles möglich, hätte ich normalerweise, ja. Ich hätte schon immer, jeden Morgen pünktlich die ganzen Dinger durchgeschnitten, schon ganz früh morgens, damit alles bereit liegt. Ja, gestern habe ich mir Zeit gelassen. Ich habe die Vormittagsvideos natürlich eingestellt und habe weder für Finanzakademie noch für Beauty Over 50 was gemacht. Meine Haare habe ich nicht mehr gemacht seit ein paar Tagen mit der Knoblauchgeschichte und geschweige denn von Karottensaft. Und das merkt man übrigens wieder. Ich sehe das, ne? Die Farbe verändert sich, aber egal. Naja, und insofern habe ich so ein bisschen, wie gesagt, an allem, ich habe die Kraft einfach verloren, alles zu machen. Und habe mir gedacht, es gibt so viel Wichtigeres im Leben als YouTube und alles andere. Also lass das doch einfach mal. Und ja, ich habe ganz sutsche durchgeschnitten. Ich hatte auch bis 15 Uhr den Vlog hatte ich durch. Dann habe ich gefrühstückt, habe ein bisschen Fernsehen geguckt. Und ich finde ja nichts mehr im Fernsehen, was mich interessiert. Also mit Fernsehen meine ich jetzt nicht Fernsehen, sondern YouTube. Und früher habe ich so viel immer gefunden, was mich interessiert. Im Moment interessiert mich wirklich gar nichts mehr. Ja, ich mache das Ding an, gucke mir was an und mache wieder aus. Das Einzige, was ich mir noch richtig interessiert angucke, sind Videos von meinen Alanya-Leuten, die darüber berichten, wie das da ist. Und da gibt es auch nicht viele. Ne? Also ich gucke mir da vielleicht 3 YouTuber an, die mich interessieren, höchstens 4. Und mehr gucke ich mir auch nicht an. Und insofern, und die laden nicht regelmäßig hoch. Die laden immer nur sehr unregelmäßig hoch. Also da gibt es dann auch nichts mehr Neues zu erzählen.
Insofern ist das Ganze für mich tatsächlich im Moment so ein bisschen beschwerlich. Und ich dachte mir, lass es einfach. Ich hatte dann noch mich aufgerafft und den 18-Uhr-Vlog geschnitten und war ihn gerade am Hochladen. Und dann war mein Akku wieder, schwächelte wieder. Der hat übrigens irgendwas ist mit dem Akku, der ist so schnell leer. Naja, und dann habe ich gedacht, mach das Moment aus, weil die kommen ja gleich, holen mich ab. Um 10 kommen die ja immer und holen mich ab mit Miley. Und dann habe ich gedacht, lass den erstmal voll und dann mach den Upload, stopp den, weil wenn ich das Handy ausmache, beziehungsweise ne, wenn er nicht an ist, wenn die App nicht läuft im Hintergrund, dann stoppt auch der Upload zu YouTube. Das wusste ich, war mir auch wurscht. Ich habe gedacht, Hauptsache das Ding voll, dann kann ich vloggen draußen. Wer weiß, was passiert heute. Und gut, dass ich das gemacht habe, weil ja, wir sind dann die haben mich so, ich glaube, pünktlich gestern um 10 abgeholt. Und dann sind wir erstmal wieder zum Fluss gefahren, zur Elbe. Haben Miley nochmal ins Wasser locken wollen. Das hat nicht geklappt. Wir wollen ja immer, dass sie sich da so ein bisschen abkühlt, dass sie sich in der Elbe, weil da ist ja so ein kleiner Strandabschnitt, habt ihr bestimmt gesehen. Das ist richtig schön eigentlich für den Hund. Und da quert immer die Elbe, da fährt immer die Fähre rauf und runter. Und wenn das Wasser nicht. Ja, wenn es so wenig ist, ist es auch relativ flach. Also Miley könnte sich gut daran gewöhnen. Versuchen wir immer, sie da reinzulocken. Aber ja, wenn ich nicht reingehe, geht sie gar nicht rein. Naja, alle die lange Rede, kurzer Sinn. Wir waren nur kurz da, aber Miley wollte wieder zum Auto und sie wollte weg. Und dann haben wir auch gesagt, okay, dann fahren wir wieder zurück. Die beiden fahren ja jeden Morgen eigentlich mal gucken, wie der Wasserstand so ist und so. Deswegen machen wir wahrscheinlich dann heute auch wieder. Ja, und dann sind wir zu denen nach Hause wieder und haben dann angefangen, den Pool sauber zu machen, den Pool, dieses Wasserding, dieses kleine Swimming-Gedöns da. Denn da war überall Entenkacke drin. Die hatten nämlich noch bis vor kurzem viele Enten, die haben sie dann schlachten lassen, haben sie dann verschenkt. Ne? Das könnte man ja auch verkaufen, aber nein, natürlich nicht. Das haben sie alles verschenkt an Bekannte, an Verwandte, überhaupt an Leute. Und ja, da haben wir dann die Kacke rausholen müssen, weil die da lag da noch drin. Dann haben wir den Kärcher geholt und dann hat der Mann angefangen, 83, ne? Nicht vergessen, der Mann ist 83 Jahre alt, hat er da das noch raus mit das klappte nicht sofort und dann hat Miley sich ja noch am Ende des Rasens in der Kacke gewälzt. Die war zum Glück schon ein bisschen angetrocknet. Wir haben uns gewundert, was wälzt die sich denn da im Rasen? Und dann haben wir beide im Garten gesessen, die ältere Dame und ich. Und dann wundern wir uns und freuen uns, was Miley da. Aber ich wusste natürlich schon, da muss irgendwas liegen an Kacke, weil sonst macht Miley, das macht sie auch immer mit der Vogelkacke hier überall. Da wälzt sie sich ja auch drin. Ne? Kann das ja nicht verstehen. Ne? Habe ich schon gedacht, oh nein, weil sie wälzte sich so komplett mit dem ganzen Körper da drin, habe ich gedacht, da ist bestimmt irgendwas nicht koscher. Naja, und dann kam der Mann dann rauf und dann hat sie gefragt, was ist denn da hinten, Mai, die wälzt sie. Und dann sagt sie, ja, da habe ich gestern die Entenkacke, die ich da rausgeholt habe, ich da hingeschmissen. Na toll. Und dann war sie auch so ein bisschen nass und stank auch nach Kacke. Also das war alles echt nicht schön. Ich wollte sie dann, wenn wir nach Hause gekommen wären, hätte ich sie wahrscheinlich geduscht, gebadet. Das sollte sich aber nicht ergeben. Wir sind ja dann später weggefahren, wie ihr ja in dem Vlog bestimmt gesehen habt. Naja, und dann fing die ältere Dame an, die Weinblätter abzupflücken, weil die Nachbarin diese Weinblätter gerne zu diesen gerollten Teigtaschen verarbeitet. Und hatte sie ihr erzählt. Und ganz witzig, ne, die Deutschen kennen das gar nicht. Ich dachte eigentlich, dass jeder das kennt auch. Aber nee, das war den Deutschen. Das ist ja so eine, die ist ja 85 und hier ja auch groß geworden. Und ja, kennt viele Gerichte, kennt viel. Die ist wirklich sehr, sehr eine ganz, ganz intelligente Frau. Aber davon hatte sie noch nichts gehört. Das kannte sie nicht. Kannst mal sehen. Also, da kennen die Deutschen das wahrscheinlich tatsächlich gar nicht. Ich ging davon aus, dass es wirklich jeder weiß und dass man es auch in Deutschland kennt. Aber nee, da hat man wahrscheinlich, und Deutschland ist ja so ein Weingebiet, ne? Da dachte ich mir, man wüsste, was man mit Weinblättern machen kann. Denn in Deutschland schmeißt man die wahrscheinlich, wenn die trocknen dann und dann ist Müll, ne? Also, eigentlich sehr schade, weil die Weinblätter ja wirklich sehr gut schmecken, wenn sie sauer eingelegt sind. Diese Frau wollte sie dann aber einfrieren. Davon habe ich tatsächlich noch gar nichts gehört, dass man die Weinblätter nimmt und sie dann einfriert. Also das habe ich noch nie gehört.
Ja, auch interessant zu wissen. Könnte ich mir sogar vorstellen, dass wenn man sie einfriert dann und sie wieder auftaucht, dass sie dann ja so weich sind und sie sich gut rollen lassen. Das könnte ich mal probieren. Wenn ich jetzt hier bleiben würde, dann hätte ich mir tatsächlich auch welche gepflückt. Aber ich gehe ja jetzt und insofern muss das nicht sein. Ich werde versuchen, das alles in Alanya mal aufzubauen. Ich möchte sehr gerne Obst und Gemüse dort auch selber anbauen. Das habe ich ja letztes Jahr nicht gemacht, weil ich ja wusste, dass ich wieder gehe. Und vorletztes Jahr war das auch alles noch ungewiss, aber ich hoffe ja, dass ich jetzt länger da bleiben kann. Dann werde ich das alles versuchen zu pflanzen. Klar, die Zeit ist es wahrscheinlich nicht mehr, aber ja, ich frage mal unsere Bekannten dort, ob das noch möglich ist. Ansonsten haben wir noch ganz viele Oliven und da muss man, also da hat man auch eine Menge Arbeit. So ist ja nicht Zitronen und wenn das dann nicht vertrocknet ist, ne, da wollen wir nicht hoffen. Wir hoffen, dass der Gärtner da immer gewässert hat. Ja, wenn nicht, dann ist wahrscheinlich einiges eingetrocknet. Schauen wir mal. Aber der Winter war ja sehr feucht und nass, ne? Vielleicht habe ich Glück und da lebt noch einiges. Ja, und dann haben wir die Weinblätter abgepflückt. Ich hatte euch so ein bisschen mit reingemacht. Klar, das war alles nicht so optimal. Ich habe da ja auch kein Stativ gehabt und ich hatte auch nichts, wo ich euch hätte draufstellen können. Habe ich euch einfach auf die Erde gestellt und habe einfach ein bisschen die Kamera laufen lassen. Naja, habe ich gar nicht gemerkt, dass die ältere Dame auch mit ins Bild kam. Dann musste ich das noch verpixeln. Ja, da möchte ich mich auch für entschuldigen, dass ich so viel verpixeln muss, aber. Die dürfen natürlich nicht mit drauf. Ne? Ich habe jetzt auch nicht da natürlich, wahrscheinlich wird es denen gar nichts ausmachen, aber das möchte ich einfach nicht. Ja? Ich möchte nicht, dass Menschen von mir damit aufs Bild kommen. Deswegen versuche ich das alles immer zu verpixeln. Das stört natürlich, das ist mir schon klar. Ist mir aber auch ehrlich gesagt egal, ja, weil anders geht es halt nicht. Ja, das ist aus dem Leben gegriffen und ich kann auch nicht immer darauf achten, dass ich da nichts reinnehme. Da geht auch meine Lust verloren an der. Ich lebe ja in dem, ich lebe das ja. Und da kann ich nicht immer, oh, oh mein Gott, bloß nicht. Und dass ich nicht so viel, also ne, müsst ihr mir entschuldigen, dass ich da sehr viel verpixeln muss ab und zu. Ja, und genau, dann habe ich. Sie so ein bisschen weggepixelt und dann habe ich euch wieder genommen und dann ging es auch. Dann haben wir uns wieder hingesetzt, haben Kaffee getrunken. Die Nachbarin hat uns schön Kaffee gekocht. Das macht sie jeden Morgen. Vielen Dank dafür. Und dann trinken wir mal schön Kaffee und sitzen dann morgens da draußen. Ich weiß gar nicht, ob das heute klappt. Die holen mich ja gleich wieder ab. Es ist jetzt 8:55, also in einer Stunde sind sie wieder da. Fahren wir nochmal hin, obwohl heute ist es regnerisch. Vielleicht sitzen wir heute unter der Dachabdeckung, das geht auch. Ja, mein Lieben, und dann haben sie mich gefragt, die Dame, ob ich denn heute nicht mit nach Lüneburg fahren wollen würde, weil sie fahren heute nach Lüneburg. Da habe ich gesagt, nein, ich möchte gerne nach Hause. Und dann sagt sie, ja, das kommen Sie doch mit. Und der Mann hat dann auch gesagt, nein, was wollen Sie denn da zu Hause? Dann kommen Sie doch mit. Und dann habe ich mich überreden lassen und hab immer noch Zweifel, als wir dann im Auto saßen. Dann fragt sie mich, dann wollen Sie denn nicht jetzt mitkommen? Und dann und dann sagt, ja, die kommt mit, sagt er dann. Oder habe ich gesagt, okay, dann fahre ich mit. Obwohl ich eigentlich wirklich so müde und kaputt war, ja. Wirklich, ich konnte meine Augen kaum aufhalten. Ich hatte auch Bauchschmerzen bekommen. Mir war auch so ein bisschen übel. Wahrscheinlich dadurch, dass ich ja auch noch nicht so richtig gegessen hatte. Ich habe auch keinen Hunger mehr morgens, wirklich gar nicht. Ich habe auch heute wieder nur so ein trockenes Brot gegessen. Und auch nur, damit ich eben meinen Kaffee trinken kann, weil den brauche ich in letzter Zeit morgens. Ich brauche das einfach, um meinen Kreislauf hochzubringen. Wahrscheinlich irgendwas ist mit mir nicht gut. Ja, also ich hatte auch gestern nicht viel gegessen, außer Kaffee und eben trocken Brot. Wahrscheinlich lag es auch da dran, einfach nicht genug getrunken oder so. Ich weiß es nicht. Ja, und die Fahrt ist auch sehr lang nach Lüneburg und das wusste ich natürlich auch. Und da die auch sehr langsam fahren, wenn jetzt sehr schnell fährst, so wie mein Mann, dann ist es, dann dauert das so in der Regel 45 Minuten von uns, wenn du gut durchfährst. Aber wenn man dann so langsam fährt, dann dauert das schon mal so 1,5, 2 Stunden. Und ja, das wusste ich natürlich. Und ja, aber ich wollte da jetzt auch, ich hatte das Gefühl, dass sie mich gern dabei haben. Und auch Miley natürlich, die haben sie ja auch ganz doll lieb. Und Miley mag die beiden auch sehr gern. Habe ich gesagt, okay, dann fahre ich mit. Und das war auch eine richtig gute Idee. Also manchmal, es hat ja immer etwas Gutes, ja, auch an Dingen, die passieren. Ein Glück bin ich mit, denn
Ihr müsst wissen, ich hatte ja mein Grundbuch bestellt. Ich brauche das unbedingt. Ein frisches, also ein aktuelles Grundbuch. Ich hatte ja letzte Woche schon, nee, schon was, letzte Woche Montag. Also das sind jetzt an diesem Montag 2 Wochen schon her, dass ich das bestellt habe. Es ist immer noch nicht da. Ob ihr das glaubt oder nicht. Genau, also heute haben wir Freitag und ich habe das am Montag vor zwei, also diesen Montag vor 2 Wochen bestellt. Ja, also das vor 10, vor 12 Tagen habe ich es bestellt. Also, und es ist immer noch nicht da, ja. Das ist aber nicht so schlimm, insofern, als dass ich gestern nach Lüneburg gefahren bin. Dann hat der Mann mich dann gefragt, ist es denn schon da und warum denn nicht? Habe ich gesagt, nee. Und dann sagte ich, aber warum, wir sind doch jetzt hier in Lüneburg, dann lass uns doch da schnell hinfahren. Wir lassen das immer ausdrucken hier in Lüneburg und das geht ratzfatz. Habe ich gesagt, nein. Mir haben sie gesagt, ich muss einen Ausdruck, ich muss einen Antrag stellen, schriftlich. Ja, dann machen Sie den Antrag da, sagt sie dann ganz praktisch. Ne? Die ist so süß, die beiden. Dann machen Sie das da. Und wenn Sie das dann so ein bisschen dringlicher machen und wenn, dann machen die das auch. Sagt, die kennen die. Hat damals auch ja auch in Lüneburg gewohnt und die haben ja ganz viele Sachen immer da gemacht und insofern haben die natürlich richtig Erfahrung. Da habe ich geguckt, ob die aufhaben. Gestern war ja Donnerstag und habe ich im Internet gesehen, die haben heute gar nicht auf. Und dann habe ich gesagt, und dann hatte ich, ach, die haben nicht auf, aber rufen Sie doch an. Die haben zwar keine Besuchszeit, aber die haben bestimmt Telefondienst. Das habe ich da tatsächlich angerufen, habe die erreicht, ja. Und dann haben die mich durchgestellt zum Sachbearbeiter. Der hat dann gesagt, habe ich gesagt, kann ich das abholen? Sagt er, ja, Moment, ich muss jetzt erstmal gucken, wo denn das Grundbuch ist. Und dann habe ich das gesagt und dann hat er gesagt, ja, er wüsste jetzt aber nicht, ob das schon zugeschickt sei, weil das ist nicht seine Abteilung. Die Nummer 3 mache ich nicht. Meins endet mit 3 und geht 3 mache ich nicht. Aber ich gucke mal den Kollegen und dann ging er hin, der war aber nicht da, der Kollege. Und dann hat er gesagt, ja, aber ich druck Ihnen das aus. Und habe ich gesagt, kann ich das jetzt abholen? Ja, können Sie jetzt abholen. Ich hole da, ich druck das. Aber Sie finden mich bestimmt nicht. Ich muss Ihnen jetzt beschreiben, wo ich bin. Dann habe ich gesagt, okay, dann gebe ich das mal meinen Verwandten, meinen Bekannten, die wissen, die kennen sich ja aus. Und der Mann, der hat es dann doch nicht so ganz verstanden, hat gehabt. Die Frau aber hat das Telefon. Und dann hat er ihr das erklärt. Und ja, dann hatte ich aber gefragt, wie lange die aufhaben. Mir hat er gesagt, bis 15:30 Uhr. Und ihr hat er aber wohl bis 5 Uhr gesagt. Und dann wussten wir jetzt nicht, 5 Uhr oder 15:30 Uhr. Und wir hatten ja jetzt, wir saßen ja aber jetzt schon im Lokal. Wir haben das Essen schon bestellt. Wir sind ja direkt in das Lokal gefahren. Und saßen da schon, wir haben Essen bestellt und das war auch schon eine ganze Weile, dass die Bestellung her war. Und dann habe ich gesagt, und das war es 3 Uhr, wenn wir jetzt nicht fahren, erstmal essen, haben die zu. Und dann hat er gesagt, los, dann lass uns da jetzt mal hinfahren und dann, wenn das Essen kommt, sagst du Bescheid, dass sie nochmal das warm stellen sollen. Ja, sagt sie, ja, ich mache das dann. Und wir beiden dann ins Auto, ich und der Mann, und dann macht er sein Navi an. Ich kann das ja gar nicht, ne? Also ich habe noch nie mit dem Navi und Auto und navigiert. Das machen meine Kinder und mein Mann und so. Ich sitze immer hinten und muss da nichts machen. Und dann war das ein bisschen älteres Handy auch und dann kannte ich mich damit gar nicht aus. So, ich glaube, bei meinen Kindern war das alles ein bisschen anders. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben wir hingekriegt, haben uns einmal so ein bisschen, sind wir falsch abgebogen, aber hab ich es kapiert, ne, wie das geht. Und dann habe ich ihnen auch gesagt, wusste, man muss ja erstmal sich rein und das ist ja auch nicht so schlimm. Habe ich dann hinbekommen. Und dann habe ich ihn navigiert, war nur 6 Minuten entfernt und dann war das aber so ein bisschen versteckt und dann hatte er ihr ja erklärt am Telefon, wie ich ihn finden kann. Das hatten sie mir aber nicht erklärt, weil die haben gesagt, ja, ich finde das schon, ich finde das schon. Und wir dann zur Bank. Also da ist so die Volksbank und da ist dann der Parkplatz der Volksbank. Und da sollten wir dann einmal um die Ecke und links und rechts hatte er ihr erklärt. Die haben es mir ja aber nicht erklärt und dem Mann ja auch nicht, weil sie war ja noch im Restaurant. Und dann wussten wir auch nicht, dann sagt, ruf doch mal an, ruf doch mal an. Und ich habe dann nochmal das Amtsgericht angerufen, weil wir wussten nicht mal die Nummer. Und dann haben sie Nummer 3, okay. Und dann sind wir auf dem Parkplatz der Bank und dann hatte er auch so eine Sparkassenkarte und damit konnten wir dann rein mit der Sparkassenkarte, trotzdem das eine Volksbank war. Wir rein und dann habe ich gesagt, gut, ich gehe mal, ich guck mal und frage mal. Und dann habe ich bin ich in die Bank rein, habe gefragt, wo das Amtsgerät ist. Sie haben gesagt, ja, hier einmal raus und da um die Ecke, da ist das dann gleich. Und ich dann wieder zum Mann, habe ihm gesagt, ich mach das, warte hier. Und dann hat er gesagt, okay. Und dann bin ich da zum Amtsgericht und mit Miley natürlich, die kann ich ja nicht im Auto lassen, die holt da ja, die hatte ich auch mit Miley. Und dann bin ich mit ihr zum Amtsgericht, zum Pförtner, habe gesagt, das und das. Ich hatte gerade angerufen und ja, und welche Nummer? Habe ich gesagt, ich habe die Grundbuchnummer nicht, weiß ich nicht. Ja, aber dann gehen Sie mal dahin, nachdem ich ihm sagte, welche Stadt das war. Und aber Meidi, wir haben da ein Problem. Ihr Hund darf nicht mit rein in die Behörde. Oh, habe ich gedacht, oh nö, bitte, nein, sagt er. Und können Sie mir das nicht eben holen? Ich habe es ausdrucken lassen. Nee, sagt er, binden Sie sie da fest. Ich passe auf Sie auf. Da habe ich sie da an das Heizungsrohr gebunden im Flur. Und dann guckte Meidi ganz perplex, was denn nun los ist. Aber
meint, er hat das, glaube ich, ganz gut gemacht. Der Förtlich hat gesagt, er passt auf, war so ein junger Mann. Und ich dann schnell den Gang lang und zum Herrn hab ich gesagt, ja, hatten wir eben telefoniert wegen dem Grundbuch. Ah, sagt er, wie sind Sie denn hier reingekommen? Habe ich gesagt, wieso? Darf man hier nicht rein? Doch, 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 ist alles gut. Ja, und dann war der so ein bisschen behäbig, ne, so ein bisschen, aber der war sehr nett, aber trotzdem, ich musste dann, hatte das Gefühl, also naja, egal. Er hat es mir schnell ausgedruckt und hatte er schon ausgedruckt und hat er mir dann gegeben. Und dann hat er gesagt, einfacher Ausdruck oder beglaubigt. Habe ich gesagt, ich habe jetzt auch keine Ahnung, was ich da brauche, beglaubigt oder einfach. Hat er gefragt, für welchen Zweck, hat er gesagt, nee, dann reicht der einfache Ausdruck, als ich ihm erklärte, warum ich das brauche. Und dann habe ich die einfache mitgenommen, dann hat er mir die Rechnung auch gezeigt, das muss ich bitte, oh, apropos Rechnung, das darf ich nicht vergessen, muss ich unbedingt machen gleich. Ja, und wahrscheinlich werde ich dann nochmal das Grundbuch auch zugeschickt bekommen, sagte, habe ich gesagt, ist mir wurscht, Hauptsache ich habe das jetzt erstmal, ich brauche das jetzt einfach, ich will es vorher haben, bevor ich fahre, dann kann ich es meinem Mann geben, dann kann er das alles erledigen. Und das war mir auf jeden Fall lieber. War mir jetzt auch egal, ob ich da dreimal 30 Euro musste ich bezahlen. Ob ich das jetzt zweimal habe, dann habe ich halt 60 Euro, 30 Euro Müll. Aber na gut, Hauptsache ich habe das jetzt. Das ist mir immer lieber. Weil die Frau sagte, hätten sie noch einen Monat gewartet, hat dann die Frau mir dann auch gesagt, da sind die nicht so. Gehen sie immer hin und drucken das aus, dann haben sie das. Naja gut, da wir jetzt in Lüneburg waren, war ich froh, dass ich das dann auch erledigt hatte. Das Amtsgericht sitzt nämlich eigentlich genau in der Innenstadt und in der Innenstadt waren wir auch zum Essen. Also hätten wir eigentlich direkt einmal um die Ecke gehen können. Gar nicht mit dem Auto fahren müssen, das wäre viel schneller gegangen. So mussten wir dann einmal rum und links und rechts und ich weiß nicht, ob ihr Lüneburg kennt, die Straßen sind ja auch alle sehr, sehr verwinkelt und sehr eng. Aber haben wir hingekriegt. Wir also wieder ich also mit dem Grundbuch zu dem Mann auf dem Parkplatz und nun kommen wir da nicht raus, weil die Karte passt nicht in den Apparat. Der Apparat nimmt die Karte nicht an. Ich wieder in die Bank, habe gesagt, die Karte geht nicht und dann sagt sie, aber eigentlich muss die Karte gehen. Und da kam die Bankbeamtin dann mit raus oder die Angestellte und da sagt er, kommen Sie, das Ding funktioniert wieder, sagt er zu mir, weil der Apparat war wohl kaputt und der vor uns also raus wollte aus dem Parkplatz, der hat da auch 5 Minuten rum repariert an dem Ding, aber der hat es dann hingekriegt. Die Karte ging dann auf einmal rein und der Apparat war defekt. Ne? Aber als die Bankangestellte rauskam, da ging das schon wieder. Und haben wir uns bedankt und sind dann raus, wieder ins Restaurant, haben gegessen. Die Dame hatte schon gegessen, natürlich. Die Arme hat ja jetzt die ganze Zeit gewartet. Da hat sie in Ruhe ihre Forelle gegessen, hat sich eine Forelle bestellt. Und der Mann hatte dann so einen Pfannkuchen mit Camembert sich genommen, mit einem Gurkensalat dazu und Preiselbeeren. Und ich habe Eier, gekochte Eier in Meredich-Soße mit Kartoffeln und eigentlich mit roter Beete, hatte ich euch ja gezeigt, aber die rote Beete haben sie mir gar nicht gegeben. Ist auch nicht so schlimm, ich wollte da jetzt auch nicht nachbestellen, sagen, wo ist denn meine rote Beete, war ja auch wurscht. Ich habe das gegessen, es sah ein bisschen natürlich nicht mehr so gut aus, weil es ja im warmen Ding war, ne? Aber dann kamen die Köche noch, haben gesagt, oh, ich hoffe, dass es nicht zu trocken ist und ich hoffe, dass es in Ordnung ist, sagt er noch. Der Koch kam extra raus zu uns, der Koch, und hat sich dafür entschuldigt, dass es vielleicht nicht mehr so aussieht, wie es sonst aussieht und alles in Ordnung sei. Haben sich dann nochmal erkundigt und war wirklich sehr, sehr nett. Und auch die Bedienungen waren sehr höflich und sehr nett. Also ich bin wirklich überrascht. Das habe ich nicht oft in Hamburg, solche netten Bedienungen. Also da kann ich schon sagen, nach meinen Erfahrungen jetzt eine Woche jeden Tag essen gehen, dass das hat mich beeindruckt, sind sehr, sehr nett alle gewesen, die Bedienungen. Ja, mein Lieben. Und dann haben wir uns wieder auf den Weg gemacht, nachdem wir nun gegessen hatten, sind wir gestärkt gewesen. Mal, die hat auch ein bisschen was abbekommen von meinen Eiern. Das hat aber eher nicht wie Meerrettich, sondern wie eine Senfsoße geschmeckt, muss ich sagen. Es ist eigentlich haargenau wie Senfsoße mit Eiern. Gut, und dann sind wir los und wieder nach Hause gefahren. Inzwischen war es ja auch schon relativ spät und haben sie mich wieder ganz lieb hier abgesetzt und nach Hause und ich dann noch ein bisschen gefilmt für euch, damit ich euch dann auch auf dem Laufenden halte. Bin dann aber auch, glaube ich, um 10, wann sind wir ins Bett, irgendwie so, ne? Und war dann auch echt geschafft, habe noch mit meiner Familie telefoniert, weil ich ja auch noch nicht wusste, was mit Alanya ist. Eigentlich sollten wir ja gestern schon fahren, heute ist Freitag. Aber da sind auch wieder, ist immer noch alles unsicher und ich sage jetzt gar nichts mehr. Also heute haben sie gesagt, dass wir heute fahren, aber ich bin hier auch noch nicht im Mindesten, so, weil es mir jetzt auch wurscht. Also wenn die sagen, wir fahren jetzt, dann packe ich alles zusammen und dann ist das in 3 Minuten erledigt. Genau, jetzt ist es 8:45 inzwischen und ich bin dann ins Bett, habe mir noch die Zähne geputzt ins Bett und dann bin ich auch relativ
recht schnell eingeschlafen. Also es war ein schöner Tag, ein positiver Abschluss. Trotzdem, ich mich natürlich wieder so ein bisschen geärgert habe, wegen, weil die ich meine Family nicht sich da nicht einig wird, was da alles passieren soll. Ist mir jetzt aber auch egal. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. War ein toller Tag, ein positiver Abschnitt. Ich bin schön und glücklich ins Bett gefallen. Miley war auch richtig kaputt, habt ihr gesehen. Gestern wahrscheinlich, die hat die ganze Zeit nur geschlafen. Die Entenkacke habe ich übrigens nicht abgewaschen. Die ist eingetrocknet. Keine Ahnung, ist mir jetzt auch wurscht. Wahrscheinlich geht sie da jetzt sowieso gleich wieder rein. Und insofern ist das jetzt auch nicht so wichtig. Ja, mein Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.